Moin und hallo zu Hamburg, der Tag. Es ist Freitag, der 28. Juni und wir blicken natürlich wieder zurück auf die wichtigsten Entwicklungen des Tages und auf alles, worüber Hamburg im Moment redet. Und wir beginnen direkt mit unserem Thema des Tages. Zwischen lauten Motoren und ebenfalls lauter Kritik finden auch an diesem Wochenende erneut die Harley Days statt. Was für MotorradfreundInnen ein wahres Fest ist, hat aus Sicht von UmweltschützerInnen auch seine Schattenseiten. Laut, lauter Harley Days. Am Wochenende knattern wieder die Motoren durch die Hansestadt. Tausende Bikerinnen und Biker feiern gemeinsam den wohl traditionsreichsten Motorradhersteller der Welt. Auf dem Großmarktgelände wird wie bereits im vergangenen Jahr vieles geboten. Von Probefahrten über Stuntshows bis hin zu Live-Musik. Krönender Abschluss ist wie üblich die Parade am Sonntag. Rund 2000 Motorräder werden laut Polizei erwartet. Wie üblich wird das Event von mancher Seite auch scharf kritisiert. Der NABU fordert vom Senat, Veranstaltungen wie die Cruise Days oder eben die Harley Days nicht länger zu ermöglichen. Wenn Hamburg wirklich eine Vorreiterrolle als nachhaltige Metropole einnehmen und die Klimaneutralität bis 2045 erreichen wolle, dann müsse der Senat endlich sichtbare Zeichen für einen bewussten gesellschaftlichen Wandel einleiten. Für die BesucherInnen ist das jedenfalls immer wieder ein Erlebnis. Wir waren im letzten Jahr auch mit dabei und haben uns mit Bikerinnen und Bikern unterhalten. Im Zuge der Rubrik Das denkt Hamburg wollen wir einmal zurückblicken. Merchandising, gucken, Live-Musik hören, was essen, wunderbar, treffen, sich mit Freunden. Das bedeutet das, das ist schön. Es ist halt eine Lebenseinstellung, kein Motorradfahren in dem Sinne, Lebenseinstellung. Gestern Abend Highlight Nazareth und war schon angenehm. Ja, Wetter hat gepasst, auch schon um diese Jahreszeit. Heute passt es, kein Hamburger Schmuddelwetter, alles ist gut. Also es ist jetzt meine 45. Saison auf zwei Rädern und das ist ein großes Highlight, dass wir uns in Hamburg einmal im Jahr treffen können. Und wir sind froh, dass es wieder stattfindet. Also wir sind selber Harley-Fahrer, wir lieben das ganze Ambiente, den Geruch. Das Gedröhne, das gefällt uns. Gucken, was in ist, was andere machen, was und die Community treffen. Das sind die Harley Days, nichts anderes. Die Motorräder gucken, ein paar Ideen mitnehmen fürs eigene Bike. Ja, und dann mal schauen, was noch so los ist. Also wir sind das erste Mal hier, deswegen wissen wir gar nicht so genau, was uns erwartet. Ja, und weitere Meldungen aus unserer Stadt, die gibt es jetzt im Nachrichtenüberblick. Am Sonntag findet der 30. Heller Halbmarathon statt und das mit absoluter Rekordteilnehmerzahl von 14.000 und einem noch größeren Rahmenprogramm als im vergangenen Jahr. Es ist Deutschlands zweitgrößter Halbmarathon. Übertragen wird das Event am Sonntag ab 8.45 Uhr live hier bei uns bei Hamburg 1. Rund 26.000 Menschen wollen sich aktuell in Hamburg einbürgern lassen. Eine Rekordzahl an Anträgen, erklärt das Amt für Migration. Tendenz höchstwahrscheinlich steigend, denn durch das neue Einbürgerungsgesetz, das seit Donnerstag in Kraft getreten ist, ist der Weg zum deutschen Pass um einiges leichter. Statt nach 8 Jahren können die Ausländer den Antrag bereits nach 5 Jahren stellen, sofern sie alle Voraussetzungen erfüllen. Zudem können sie ihre bisherige Staatsangehörigkeit behalten. Die meisten Anträge in Hamburg kommen von Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Iran. Pünktlich zum Start der Achtelfinals am kommenden Wochenende ist im Hamburger Hafen in einer Containerinstallation ein gigantischer Turnierbaum entstanden. Die insgesamt 28 Container bilden eine 450 Quadratmeter große Wand, auf der die anstehenden Spiele bis zum EM-Finale dargestellt werden sollen. Ähnliche Installationen hatte es bereits zur Gruppenauslosung im Dezember 2023 und zur Gruppenphase in den vergangenen Tagen gegeben. Ja, und damit kommen wir zum Sport natürlich mit meiner Kollegin Christina Tiedals. Moin, Christina. Moin. Wir hatten ja gestern schon angekündigt, dass wir heute über die EM sprechen wollen. Was hast du uns denn mitgebracht? Ja, am Wochenende stehen ja unter anderem auch die Achtelfinals der EM an. Deutschland ist Samstagabend 21 Uhr gefordert, dann steht ihr Achtelfinale an.
und wie da so die Chancen sind, da schauen wir mal rein. Die Schonfrist ist vorbei. Ab jetzt zählt nur noch ein Sieg. Ab Samstag finden die Achtelfinals der Euro 2024 statt. Deutschland ist bereits Samstagabend gefordert. Dann treffen sie in Dortmund auf den Nachbarn aus Dänemark. Die Vorbereitung auf das erste K.O.-Spiel dieses Turniers läuft bereits auf Hochtouren. Auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag erklärte Nico Schlotterbeck: Wir kennen bereits den ganzen Matchplan, defensiv wie offensiv. Wir wissen, wie wir die Dänen bespielen können. Wir haben im Training Einzelheiten besprochen und Standards trainiert. Bereits 28 Mal haben die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt. In 15 Duellen gingen die Deutschen als Sieger vom Platz. 8-mal war Dänemark siegreich und 5-mal gab es ein Unentschieden. Das letzte Mal spielten die beiden Länder 2021 gegeneinander. Damals gab es ein 1:1 Unentschieden im Testspiel. Die Dänen sind nicht zu unterschätzen, weiß auch Schlotterbeck. Jonas Wind kennt man aus der Bundesliga. Er ist ein sehr agiler Spieler, der sehr viel entgegenkommt. Gegen Rasmund Höljund haben wir noch nicht viel gespielt. Er ist sehr schnell, kann seinen Körper gut einsetzen. Christian Eriksen kann mit dem ersten Kontakt alles machen. Man probiert, sich so vorzubereiten, dass man sie ausschalten kann. Die Deutschen haben sich also einiges vorgenommen. Doch auch die Dänen wissen um die Wichtigkeit des Spiels. Die dänischen Fans, die wir nach dem Einzug ins Achtelfinale gesprochen haben, glauben zumindest an das Unmögliche. Against Germany? Oh, gegen Deutschland? Oh, das wird schwierig. Ich hoffe auf Dänemark. Vielleicht 2-0, aber wer weiß. Wir müssen halt einfach gewinnen. Wir machen das Unmögliche möglich. Egal, was passiert. Das ist schwierig. Also Deutschland natürlich ganz gut, aber ich hoffe, dass Mele hat gleich wie in 2021, dass er macht ein ganz gutes Arbeit und dass wir vielleicht gewinnen. It's gonna be a two-bank game. Es wird ein Wahnsinnsspiel. Wir werden sie überrollen. Ich glaube, wir werden Deutschland überraschen. I think Heuber. Yeah. Ich glaube, es wird sehr ausgeglichen. Ich denke, Dänemark gewinnt im Elfmeterschießen. 2-1 zu Dänemark. Ja. Ich denke auch. Oder? Doch das Stadion in Dortmund wird natürlich voller Deutschland-Fans sein, die ihre Mannschaft zum Sieg schreien wollen. Der Matchplan für das Spiel steht bereits, erklärte Schlotterbeck. Wir müssen die richtigen Räume und mehr Lösungen finden als gegen die Schweiz. So wie in der zweiten Halbzeit, als wir sie am Ende im Griff hatten. Und dann ist es das Ziel, immer ein Tor mehr als der Gegner zu schießen. Nach der durchwachsenen Leistung gegen die Schweiz müssen die Deutschen am Samstag wieder zu alter Stärke zurückkehren, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Denn wie schon gesagt, die Schonfrist ist jetzt vorbei und es zählen nur noch Siege. Ja, ein bisschen wollen wir darüber natürlich noch reden. Wir hatten es schon angekündigt, Dänemark ist der Gegner der Deutschen geworden. Warum denn überhaupt? Weil die sind ja eigentlich punktgleich. Ja, das hat so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Wir haben uns ja danach auch umgehört unter den dänischen Fans, was sie so denken. Und da waren ja manche auch, hey, wir sind doch Gruppendritter geworden. Wir so, nein, ihr seid Gruppenzweiter geworden und spielt gegen Deutschland. Das ist nämlich so, sie haben die gleiche Punktzahl, das gleiche Torverhältnis und unentschieden im direkten Vergleich gespielt gegen Slowenien. Und deswegen muss da die Fairplay-Regel entscheiden, also wie viele gelbe Karten wurden vergeben. Und da haben sie eine gelbe Karte weniger kassiert und deswegen treffen die Dänen jetzt im Achtelfinale dann auf Deutschland. Was hältst du denn von der Losung von dem Gegner? Ich bin relativ froh, dass es Dänemark geworden ist. Es hätte ja auch England sein können oder halt auch die anderen beiden Gruppenmitglieder. Aber ich glaube, Dänemark wird ein ganz gutes Spiel werden. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ja, muss erstmal geschlagen werden, aber sie haben nicht so gute Leistungen in der Gruppenphase gezeigt, aber sie können ja auch sich steigern. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das für ein Spiel wird dann am Samstagabend. Das letzte Gruppenspiel der Deutschen ist ja nur 1-1 ausgegangen. Was erwartest du denn jetzt für ein Spiel und was ist so dein Tipp? Ja, ich habe es eben schon ein bisschen gesagt, ich glaube, es wird ein enges Spiel werden. Die Deutschen haben ja ein schwächeres Spiel im letzten Gruppenspiel, was du schon meintest, gezeigt. Aber ich glaube, jetzt ist wieder der volle Fokus da. Jetzt ist es wirklich ein K.O.-Spiel, alles oder nichts. Und ihr Ziel ist ja klar, sie wollen den Europameistertitel haben, hier im eigenen Land. Ich erwarte trotzdem ein enges Spiel. Ich glaube so 2-1, das ist so mein Tipp für Deutschland natürlich. Aber ja, wir werden sehen. Was ist denn so dein Tipp? Ich bleibe bei meinem 3-1. Das habe ich jetzt drei Gruppenspiele lang probiert. Es ist dreimal schiefgegangen, jetzt muss es ja irgendwann mal klappen. Wir haben uns auch noch umgehört bei einem HSVer mittlerweile, Stefan Kunz, was er denn für ein Spiel erwartet. Und da wollen wir gerne auch noch einmal reinschauen. Mit der Leistung von den ersten beiden Spielen schaffen wir das. Wenn die Leistung überwiegend so ist wie gegen die Schweiz. Ich denke, sie haben uns ein bisschen dekodiert, wussten, wo sie zustellen sollen und was sie zustellen sollen, waren aber dann auch im individuellen Zweikampf sehr gut. Dann könnten wir auch gegen Dänemark Schwierigkeiten kriegen.
aber ich glaube es nicht. Ja, vielen Dank, Christina, für Gerne. Die sportlichen Einblicke. Und wir werfen natürlich noch einen Blick auf das Wetter. Ja, wie sieht es denn beim Wetter aus am anstehenden Wochenende? Womit müssen wir rechnen? Meteorologe Frank Böttcher, bitte. Ah, es geht wechselhafter weiter, was das Wetter angeht in den kommenden Tagen. Herzlich willkommen zu den Aussichten. Bevor das Wetter aber in den kommenden Tagen so richtig wechselhaft wird, kommt erst einmal ein schöner Sommertag dazwischen und den bekommen wir morgen. Hochbi über Osteuropa wird dafür sorgen, dass die Sonne morgen präsent ist. Es gibt dann ein paar Schleierwolken, es bleibt aber trocken. Und Tief Amelie kommt dann am Sonntag, in der Nacht zum Sonntag, zu uns hereingezogen und bringt uns dann einen doch ziemlich verregneten Sonntag. Das Wetter wird dann wieder ein bisschen kühler, ein bisschen wechselhafter. Hochbi beschert uns jetzt aber erst einmal morgen einen schönen Sommertag. So wird es aussehen morgen früh bei Sonnenaufgang an der Alster. Ein wunderschöner Start in den Tag. In der Nacht wird es jetzt örtlich erst einmal ein bisschen Nebel geben. Es wird auch vorübergehend frisch, die tiefsten Temperaturen bei 11 Grad. Aber es geht sehr schnell rauf mit den Temperaturen. Sonnenaufgang schon um 4.54 Uhr und gegen 8 Uhr sind die Temperaturen schon 5 bis 6 Grad höher. 17 Grad am Morgen und dann wird die 20 Grad Marke schnell überschritten. 25 Grad um die Mittagszeit. 12 Stunden Sonne werden wir morgen bekommen, auch wenn nachmittags und zum Abend hin immer mehr Schleierwolken den Himmel ein bisschen verdichten. Dann allerdings kommen noch mehr Wolken hereingezogen. In der Nacht zum Sonntag setzt dann der Regen ein. Am Sonntagvormittag bedecktes Wetter, länger anhaltender Regen, zum Teil mäßiger Regen, vielleicht auch mal ein Gewitter eingelagert. Die Tagestemperaturen sparsam bei 20 Grad. Zum Abend hin kommt vielleicht noch mal ganz kurz die Sonne zum Vorschein. Am Montag dichte Wolken, Wechsel Schlaftes Wetter unter 20 Grad und so wird es auch in den kommenden Tagen dann weitergehen. Die nächste Woche also eher unbeständig, auch am Dienstag und Mittwoch immer wieder ein bisschen Sonnenschein und zwischendurch ein paar Regenschauer bei Werten knapp unter 20 Grad. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Ja, vielen Dank, Frank. Das war es von Hamburg, der Tag für den Moment. Ihnen ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.